So, Tachinasenbären und herzlich willkommen zu einem weiteren Special. Und zwar, wir erfahren jetzt dieses Mal, ihr seht es jetzt nicht ganz so gut, ihr erzählt was. Wir fahren jetzt diese Eisenbahn noch durch die Gegend. Mit unserem Scania hier natürlich, mit unserem Flaggschiff. Ja, wir machen natürlich unsere Rundumleuchte an. Wo drauf steht, Schwertransport. Ein extra diesen Mod besorgt für diese Special. Ja, wir fahren wie immer mit Handschaltung und ich würde mal sagen, wir legen jetzt los. Vorab gleich einmal, ich habe einen Mod drin mit 5000 PS. Das heißt, ihr werdet jetzt gleich sehen, dass ich einen Wheelie ziehe und zwar jetzt. Zieht den Nagel nach oben. Ja, das ist, weil er zu viel Power hat. Da müssen wir jetzt also mal langsam machen. Und ich muss aber in die andere Richtung. Ja, ihr seht selber, das ist nicht gerade einfach. Mit so viel PS, dann mit so viel Gewicht noch, dann 16 jedes Mal total nach oben. Das Beste, was man da machen kann, jetzt meinen fünften Gang vielleicht schalten. Kurzes Gas antippen und langsam machen. Na komm, das schaffst du. Ja, LKW am Verkacken. Jetzt komm, das schaffst du. Komm, hopp jetzt, hopp jetzt, hopp jetzt. Wo hängt denn der? Okay, wir haben es geschafft, jetzt sind wir on the road again. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt mal was Lustiges. Und zwar, wir fahren jetzt erstmal hier. Redst du da jetzt rein oder was? Ja, ich rede rein und das hören die Leute an. Jetzt haben Echt? sie, ja, die Die hören. hören mich dann auch oder was? Ja. Ja, Leute, das ist der Roman, ein Kollege aus Schwabach. Das ist im Internet zu sehen. Das ist dann im Internet zu sehen, das wird noch hochgeladen. So Leute, passt auf, ich zeige euch jetzt was. Ich schalte jetzt in den fünften Gang. Und wenn ich jetzt auch völlig aufs Gas drücke, dann zeige ich jetzt mein LKW voll nach oben. Yay. Und jetzt wollte einen kleinen Test noch vorab hochziehen und schalten. Ah, dann zieht sie gleich auf den Test. So. Ja, ihr seht, bis zum fünften Gang kann man definitiv, wenn man eine Lok hinten dran hat, nicht. Und ich bleibe hier gehen. Ja, du musst mich natürlich jetzt mit einem Auto blockieren, freilich. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht perfekt rum. Wir müssen bloß aufpassen, weil wir eben immens viel. Na super. Epic Fail. Ja, das ist, weil sie mir einen Schwertransport durchlässt. Das war ja mal wieder klar. Ich glaube, wir müssen vorstellen. Ihr Egoisten, lasst mal den Schwertransport durch. Dann probieren wir es jetzt mal mit mehr Speed. So, passt jetzt mal durch. Und wir geben Vollgas, weil er 16 immer so schön auf. Das geht leider nur bis zum fünften Gang. Wo der Kreis auftaucht, ne? Da musst du hin, da wo dieses grüne ist. Und wir sind auf der Gegenspur, schau. Und dann zähle ich mir noch mal los. Ja, ich hätte mal gesagt, wir machen einen Speedy Gonzales-Transport daraus. Wir gehen jetzt einfach nach dem Motto, die Deutsche Bahn braucht dringend diese Lok. Und dementsprechend müssen wir uns beeilen. Das heißt, wir fahren jetzt mit Vollgas. Ja, der Kollege, der zockt hier gerade Alien auf PlayStation. Wo ich vorhin schon etliche Male verreckt bin, aber ich habe ja leider keinen Videograbber, also seht ihr es leider nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall einen besorgen, weil dann kann ich solche Spiele mit euch spielen. Das geht schief. Oh, jetzt ist die Lok beschädigt. Oder?
7% Schaden. So, als nächstes zeige ich euch jetzt da nochmal, wie schön zackig wir durch die Kurven gehen können, durch die schwere Lok. Was mit Ladung nicht möglich ist. Ich mach mal schnell den Bus ab. Und jetzt mit Vollgas. Ja, nun seht ihr es, Leute. Wir werden jetzt hier mit Affenzahn durch die Gegend fahren. Wir fahren jetzt halt einmal mit ein bisschen Bremsen, soll ich schon. 150 müsste eigentlich gehen, das müsste eigentlich klappen. Ja, mit 150 kann man hier um die Kurven brettern, das geht normalerweise nicht. Das geht aber in dem Fall geht es jetzt durch die schwere Lok, dass wir mit 150 um die Kurven heizen können. Dann müssen wir auch aufpassen auf die Autos natürlich, dass wir keinen weiteren Schaden einfahren. Leicht zu fahren. Jetzt haben wir den ganzen Egoisten hier. So, Leute. Jetzt machen wir schon mal die ganze Straße zu, damit uns keiner mehr überholt. Kannst du mich an? Ist der Bremse mit nimmer. Na, das haben wir doch noch gebremst. Kannst du wieder im Garten die Kette fertig spielen? Ich gebe dir die Farbe mit. Ja, mach ich dann. Aber schön, ne? Ja. Welche Farbe willst du denn machen? Gold. Kannst du das hier? Na, das kriegt das schon einigermaßen. Schaffst du das echt? Aber nicht einatmen, das ist zu giftig, ne? Hm. Machst du keinen Scheiß mit das, ne? Oh ja, nicht. Okay. Und das ist die Kette, ne? Am Ende ein kleines Problem, ne? Die Kette muss draußen bleiben, ne? Dass es abduftet. Ja. Solltest du da nachher mitgeben oder? Dann irgendwas anderes oder was? Ein Hammer, wo das reinklappen kannst? Ja, wo ist die klappen? Und ich gebe dir eine Schnur mit, dann bindest du sie fest oder legst du auf den Baum hoch, glaub, oder was? Ja, ne, geht aber an der Stelle. Warte mal, ich gebe dir eine Schnur, das hängst du dann irgendwo hier, okay? Ja. Oh Leute, das Ding schief. Und jetzt haben wir noch mehr Schaden. 11% Schaden an der Ladung. Durch oder so, ja, genau. So, okay. Genau.
Sprühe ist schön, ja. Ja. Kannst die ganze Flasche drauf sprühen, gell? Ganze Flasche hoch, ja. Ja, aber es ist die ganze Flasche nicht so, aber. Ich will mal sehen, wenn du es einigermaßen ganz gut hinbringst. Dann kaufe ich noch eine, dann musst du noch eine machen, okay? Jo. Weißt du es aber? Ja, Leute, jetzt haben wir das Problem, dass wir hier vor uns lauter Fahrzeuge haben. Und wir können ihn nicht überholen, weil da nirgendwo Platz ist, wo wir uns dann gegebenenfalls reinscheren könnten, falls Gegenverkehr kommt. Jetzt darf mir den blöden Autos da hinterher schleichen. Aber wisst ihr was, Leute, wir machen jetzt halt einfach mal nur Rüst. Ah ne, davon müssen wir abbiegen. Jetzt wollte ich schon sagen, wir machen nur Rüst noch fahren, aber wir müssen ja von der Ehe abbiegen, dann brauchen wir keine Rüst noch fahren machen. So, dann fahren wir halt hinter denen her. Aber wir sollen dann keinen Grund unterschalten. Machst du irgendwie, ne? Hm? Baue ich die Couch um und dann kommen zuerst jetzt können wir noch anschauen. Jo. Okay? Jo. Und jetzt wieder mit Vollgas. Denn wir haben freie Bahn mit Marzipan. Seht selber, ich heiz hier gerade wie ein Gestörter und puffen. Bremsen soll ich aber auch jetzt hat. Und das geht schief und kaputt. Volle Karacho in die Autos reingeschossen. Ja. So geil, Leute, wie ich eingeparkt habe. Ja. Aber ich habe nicht mal viel Schaden genommen. Und die Ladung auch nicht. Wo ich volle Karacho in die Autos reingeschossen habe. Du musst ihn natürlich jetzt da vorbeibringen, das war ja schon klar. Aber Alter. Können wir das Auto da hochschieben? Geht doch bestimmt, oder? Ja, was soll ich machen, Leute? Der Gauner da durchdrängen muss. Ich nehme das aus, ja. Ja. Ach so, jetzt mal hören. Ah, jetzt haben wir es, Leute. Erstmal einen fetten Miele gezogen. Und natürlich gleich wieder beim Heizen. Ja, hier geht es, warum nicht? Schön, ja. Also, wie gefällt die Weihnachtszeit dir da? Ja, das geht. Das Einzige, das Blöde ist, ist die Kälte. Ja, komm, jetzt wieder ganz klar.
Kabel auch benutzen. Ich freue mich immer und mache unsere Kabel wieder. Boah, ey, das geht schief. Nein! Oh! Kaum unsere Dörfer, hä? Schau mal, wie ich eingepackt habe. Wie findest du meine Parkposition schon her? Der Hänger ist ein bisschen schief. Ja, Leute, das ist grundsätzlich schief gelaufen, würde ich mal sagen. Also, zurück. Von haben wir der Gaune, die sich bewegt. Bleib mal gleich mit für dich. Ja, ja, Max, gleich mit mega fetten Doktor. Yay! Dauerbini! Nein! Du musst erst in den anderen Raum und musst dir Ding holen. Diese Schaltdingsmuster, diese Schaltkonsole. Eine Schaltkonsole musst du da holen. Ja, da brauchst du so einen Schaltdingsmuster. Das findest du in den, findest du in diesen anderen Dingen da. Dann solltest du aber lieber rennen, weil, schauen, dass du, die Treppe hoch, rechts die Treppe hoch. Okay. Ist der jetzt geduckt, die Person? Ja, oder? Schnell, geh hoch. Warte, geh hoch, sonst sehen die dich. Sonst sehen die dich und schießen dich ab. Aber die bewegt sich so langsam, wie kann man das schnell? Ja, und jetzt halt ums Eck rum. Steht die jetzt beim Laufen oder ist die geduckt? Nein, die muss geduckt bleiben, weil die anderen nicht sonst sehen. Und so musst du nämlich schauen, dass du dann entweder dich an die anderen vorbeischleichst oder dass du die anderen abschlachtest. Ja, Leute, ich bin auch wieder da. So, wir haben jetzt unseren Auftrag hier abgeliefert. Und das Ganze haben wir jetzt mit 5000 PS gemacht. R2.
Mal jetzt weiter, jetzt weiter, jetzt weiter. Jetzt aber jetzt weiter, jetzt hab ich's dir umgelegt. Sieben und hinter. So, das ist jetzt so. Ja, jetzt, wenn du auf aktuellen Spielstand laden gehst, dann wirst du wieder dahin zu diesem Zug da, wo du angefangen hast. Ja, kann ich da jetzt wieder weitermachen? Muss ich auf X drücken, ne? Ja, auf X drücken, genau. So, Leute. Jetzt seid ihr, seht es jetzt gleich hier beim Motor. 5000 PS hier. 5000 PS. Wir werden jetzt umrüsten auf 730 PS. Und ja, bereiten sozusagen schon mal das Video vor. Das Pokémon spielt Squad erstmal. Pokémon Go? Ja. Machst du das noch? Ja, doch. Hin und wieder. So. Schauen wir mal, wo die nächste Eisenbahn ist, die wir transportieren. Und dann machen wir einen Transport, der realistisch ist. Nicht so übertrieben mit 750 PS. Mit 5000 PS. Da werde ich hier zwei Stück, einen in Rostock und einen in Amsterdam. Hey, die Person, die kann sich ducken, da muss man da drauf springen, oder was? Genau. Und so steht er, ne? Genau. Wie kann der rennen? Die Taste, wo du jetzt gerade bewegst, reindrücken. So. Das ist da hier. Genau. Musst du das gedrückt halten? Nee, ne? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht genau. Entweder musst du das einmal drücken oder gedrückt haben, das weiß ich jetzt nicht. So, ja, Ziel als Navi einstellen, da fahren wir jetzt noch schnell hin. Ab nach Amsterdam. Lass mich mal durch, ich hab eilig. Oh, was bremst du? Na super, jetzt kommt da noch ein Gegenverkehr. Zum Arschgang gezogen. Stück jetzt wieder Schaden. Ah, wir sind einigermaßen vorbeigekommen, ohne viel Schaden. Und ja, man sollte auch hochschalten und dann geht's weiter. Den überholen wir jetzt dann. Oder auch nicht. Hätten wir jetzt wieder unsere 5000 PS gebraucht, Leute, weil dann hätten wir den einfach vorbeiziehen können. Und wir fliegen gleich auf die Schnauze. Nee, aber ich hab das ja ewig gesucht, das Teil. So. Und wir biegen ab.
zurück, ne? Brauchst du irgendwas in dem Raum da? Nee, du musst ja in den anderen Raum, warum musst du diese Konsole holen da? Muss zurückgehen? Ja, da wo du abgeschossen worden bist. Ja Leute, ich gebe hier gerade nebenbei noch Hilfestellung. In die Korrekorn. Noch 80 Kilometer und dann haben wir es geschafft. Oh, bremst halt nicht. Komm weg mit dir, Arschloch. Hey Jürgen, kannst du mir noch folgen? Wenn du das nicht mehr brauchst, ne? Die Dose, ne? Kannst du es brauchen mit der Farbe? Nee, brauche ich nicht. Nein, nein. Geschwind. Und überholen die nach den uns zwei oder drei Mal ausgebremst hat. Gleich am besten. Und ziehen dann weg. Jetzt haben wir dafür einfach sein, wo man dann jetzt in der Kurve klappt halt nicht. Jetzt kann er uns, jetzt haben wir ihn, jawohl, zack.
noch besprühen, okay? Mhm. Danach kannst du die Dose wegschmeißen, okay? Ja. Du ziehst in die Plastiktüte wieder rein. Du musst dann einfach da irgendwo, ne? Ja. Und nun heizen wir ab nach Amsterdam rein. Ist das richtig Amsterdam aufgesetzt oder ist das nur ein Beispiel? Keine Ahnung. Ich war noch nie in Amsterdam. Also Nürnberg ist ja ähnlich wie Nürnberg aufgebaut. Das hat auch die Kirche mit den Türmen und so. So, ja Leute, wir sind angekommen. Das machen wir natürlich jetzt erst im nächsten Video mit dieser Lok zum Transportieren. Die muss dann runter nach... Moment, ich schau kurz. Ich glaube, die muss nämlich runterwärts Richtung Brüssel oder so. Und so, oder? Meine neue. Wo ich mir so zusammen gemixt habe, ne? Mit Steckkuchen und so, oder? Hm. Lade ich die mal zum Steckessen ein, okay. Ja. Wir müssen da runter nach Brüssel, genau. Okay, bei der Ladung, die werden wir natürlich jetzt erst im nächsten Video fahren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr neu seid, dann lasst mir noch ein Abo da und... Ja, klickt meine anderen Videos auch gerne mal rein, damit ihr dann auch seht, was ich sonst noch mache. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.